Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich habe den Vornamen meiner Oma vergessen, also tippe ich meinen Namen bei Wikipedia ein. Und was lese ich da? Marc-Uwe Kling ist ein deutscher Liedermacher, Autor und Kabarettist, lebt in Berlin, bla 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 etc. Seine Oma hieß Helene und er ist augenblicklich sowas von dran mit Bartputzen. Ich klicke dreimal mit dem Kugelschreiber in meiner Hand. Komm mal her, rufe ich. Hast du das geschrieben? Das Känguru schlurft gemächlich aus der Küche, eine kalte Bulette in der Pfote. Nein, lügt es. Aber es wird wohl stimmen, wenn es im Online-Lexikon steht. Ha, von wegen, protestiere ich. Da kann ja jeder drin rumfuschen. Zum Beispiel auch ein gewisses Beuteltier, welches höchstwahrscheinlich selbst mit Bartputzen dran ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich letzte Woche geputzt habe. Aha, sagt das Känguru. Das dachte ich mir, dass du das behaupten würdest. Das Känguru wechselt zu YouTube und zeigt mir ein Video, welches ein Känguru beim Bartputzen zeigt. Das beweist gar nichts, sage ich. Das kann ja auch schon vor 2 Jahren aufgezeichnet worden sein. Wie aufs Stichwort hält das Känguru auf dem Bildschirm die Zeitung von vor einer Woche in die Kamera. Ich überfliege die neuesten der 1974 User-Kommentare. Großartig, wie das Känguru das Bad putzt. Bestes Känguru ever. Känguru vor Bundeskanzler. Tolles Video. Und klick mal hier. Hier gibt's billig Viagra. Ach, und wenn schon, rufe ich. Von mir aus. Ich bin dran. Aber ich mache hier fast alles und du nichts. Ich habe heute schon ganz alleine Wäsche gewaschen, gespült und eingekauft, weil du keine Lust hattest. Wenn es dich so stört, putzt du doch. Ich bin doch nicht dein Sklave. Am nächsten Morgen habe ich eine Unmenge elektronischer Schmähbriefe in meinem Postfach. Das Känguru hat meine E-Mail-Adresse in einem Tierschutzblog veröffentlicht. Zusammen mit einem herzerweichenden Lügenbericht über seine Lebensverhältnisse. Mein Wikipedia-Artikel hat sich verändert. Der Text lautet: Kling ist ein niveauloser Kleinkünstler, der großspurig vom Verein Freier Menschen predigt, sich aber zu Hause einen Lenz macht und ein Känguru für sich schuften lässt. Seine Seele ist böse und sein Charakter verdorben. Ein Link führt zu einem YouTube-Video, in dem ich mich sagen höre: Ich bin dran, aber ich mache hier nichts. Ich habe auch keine Lust, putzt du Sklave. Mein Sprachduktus scheint mir ein wenig kantiger als normal. Ich verabscheue dich wegen deiner Kleinkunst zutiefst, kommentierte Master Chuckler. Ich finde raus, wo du wohnst, du Oper, kommentierte Kuschelmaus 34. Du meinst wohl Opfer, du Theater, schrieb Orthographie-Checker. Und super Video, aber klick mal hier, hier gibt's billig Penispumpen, meinte Penispumpenshop 24 dazu. Ach, seufzend gehe ich in das Bad und putze.